Aber nehmen wir auch das mit, liebe Schwestern und Brüder, das Vorbild der Gottesmutter, Gott die erste Stelle in unserem Leben einzuräumen und in dieser Krise des Gottesglaubens ein frohes, ehrliches Zeugnis für den lebendigen Gott in diese Welt hineinzusagen und hineinzuleben, die nichts dringender braucht als das tiefe Bewusstsein, dass wir nicht ein anonymes Staubkorn sind, das durch die Weiten des Weltalls geblasen wird, sondern dass wir von Gott geliebte Geschöpfe sind, der bei uns ist und der uns durch sein Wort immer wieder neu stärkt und Orientierung gibt.